Jasper Wongert, willkommen. Er arbeitet bei Airbus, hat einige Artikel veröffentlicht in verschiedenen großen deutschen Computermagazinen und er kennt sich aus mit Paketaufnahme und er spricht heute über diverse Probleme mit Paketaufnahme und wie man damit umgeht. Also, heißt Jasper, willkommen. Alles Spiel und Spaß, bis jemand IPv6 benutzt. Danke. Willkommen. Ich habe nicht so viele Leute erwartet in diesem Raum. Also, wenn in der Mitte des Talks ausgeht, ich weiß ja, die Fiat News Show kommt, also ich nehme das nicht persönlich. Also, ich bin Jasper. Wenn ihr da mir auf Twitter folgen wollt, das ist mein Twitter-Handle. Also, es geht um das Bereinigen von PCAPs, also Paketaufnahmen. Also, viele meiner Arbeit hat damit zu tun, diese PCAPs anzuschauen, mit diesem Tool, das Wireshark heißt. Ich benutze das jeden Tag und oft habe ich etwas, das ich anderen zeigen will, aber da sind wir Daten drin, die ich anderen nicht zeigen darf, wie zum Beispiel IP-Adressen, also Zeug, das geheim bleiben muss. Also ich will entsprechend all diese Geheimdaten entfernen, also wie IP-Adressen oder MAC-Adressen. Natürlich, ja, bei MAC-Adressen, wie ihr vielleicht wisst, kann man den Hersteller des Geräts rausfinden oft. Also es kann sein, dass es wichtig ist, bevor man etwas teilen kann. Also, die erste Slide, die ich euch zeige, hat nichts mit PCAP zu tun. Das wird euch überraschen. Also, es war einmal, da habe ich mit etwas angearbeitet, nämlich Computerspiele, wie zum Beispiel diesem. Also, ich habe jetzt nicht genau in diesem gearbeitet, aber auch zum Beispiel das da. Ich habe Übersetzungen gemacht. Ich habe mich daran erinnert, als ich diesen Talk geschrieben habe, weil damals musste ich etwas tun, das ich gehasst habe, das ich auch hasste beim Bereinigen von PCAPs. Ich musste mit dem Hex-Editor Dinge bearbeiten. Es ist sehr schwer, Zeugs richtig hinzukriegen. Also damals, als LucasArts und Westwood diese Spiele veröffentlicht hatten, bekamen wir nie den Quellcode. Also könnt ihr euch vorstellen, damals, als LucasArts. Ja, die dachten schon damals, ja, man kann etwas damit machen, wie zum Beispiel das Spiel nochmal zu kompilieren. Also die gaben uns nur die Binaries. Also ich musste die Binaries patchen, um die deutsche Übersetzung ins Spiel reinzukriegen. Also wie ihr wisst, wenn ihr im Deutsch euch hübsch ausformuliert, sind sie viel länger als die englischen Sätze. Also ja, also ich saß also da, habe mir überlegt, wie kann ich das übersetzen, so dass es nicht länger als der englische Satz ist, aber so dass es trotzdem cool tönt. Also es ist ein großes Problem, hat mich viel Nerven gekostet. Also ich kann euch jetzt da mal zeigen, wie das damals ausgesehen hat, weil ja, also das ist jetzt eine Binärdatei. Das sind jetzt die ganzen Strings, die da in diesem Executable drin sind. Also das war da noch nicht obfuscated, also das würde man heute nicht so sehen, das benutzt niemand mehr so. Also wir haben da drin gearbeitet, um das Spiel zu übersetzen. Und sowas will ich nie mehr wieder tun, aber ja, leider mit PCAPs muss ich das. Also ja, und dieser Talk geht jetzt darum, wie man dieses Problem löst. Und jetzt, naja, heutzutage geht man natürlich, bekommt man die Ressourcendateien und das Übersetzen ist viel einfacher. Aber damals musste das wirklich so gemacht werden. Also zuerst einmal für die von euch, die nicht wissen, was PCAP ist, das heißt Packet Capture, also Paketaufnahme. Also mit einem Capture-Gerät hat man diese Pakete aufgenommen. Es ist ein Dateiformat, ein binäres Logfile. Also ja, oft wird das von Leuten nicht verstanden und wir werden dann gefragt, wie kann ich das mit einem Texteditor anschauen? Also ja, das geht halt nicht. Man braucht ein spezielles Programm, um das zu lesen. Viele verwenden zum Beispiel Wireshark. Also PCAP wird noch
oft verwendet, weil es einfach zu lesen und zu schreiben ist. Aber es gibt ein neueres Format, das heißt PCAP-NG. Man kann damit viel mehr anfangen. Also zum Beispiel Kommentare zu Paketen hinzufügen. Aber leider gibt es viele Tools, die nur mit PCAP umgehen können. Also ja, Wireshark schreibt das. Also das heißt, DumpCap ist im Prinzip das Tool, aber Wireshark sagt DumpCap, das ist das, macht es und so weiter. Snort zum Beispiel benötigt auch dieses Format. Also, wieso diese Bereinigung? Ja, erstens mal ist es sehr ähnlich, diese Pakete so zu bearbeiten, wie die erneut ins Netzwerk einzuspeisen, um herauszufinden, wie das Gerät reagiert. Aber das Ziel ist ein bisschen anders. Man probiert nicht, die Pakete zu verändern, um etwas zu testen, sondern um sensible Daten zu schützen. Also zum Beispiel, dass niemand etwas über die Netzwerktopologie rausfindet oder Informationen über Geräte und Softwareversionen. Also wenn das zum Beispiel drinsteht, das ist ein Cisco-Router, was auch immer, und dann kann vielleicht jemand rausfinden, ob es einen Exploit gibt für dieses spezielle Gerät. Und natürlich, wenn ein Protokoll Lücken hat, natürlich Payloads, also die Inhalte der Pakete. Das sein kann, dass es natürlich an sich schon schützenswert ist, dass man dann vielleicht entfernen will. Also weil für die Analyse das ja unter Umständen nicht verwendet wird. Also oft tun Leute das hier. Also das ist ein Screenshot, den ich aus einem Wireshark Q&A genommen habe von der Webseite. Also Leute posten dieses Bild da und entfernen das wichtige, das geheime Zeugs, in dem da übermalt wird. So oft wird dann leider zum Teil hier der Hex-Teil vergessen und man kann das immer noch lesen. Also es kann sein, wenn man das so von Hand macht, dass man vergisst, etwas richtig zu zensieren, weil da die gleiche Information an mehreren Orten dargestellt wird. Also ja, die Leute vergessen halt, dass das im Prinzip einfach auch in dieser Hex, in diesem Hex-Bereich ja die gleiche Information nochmal ist. Und wenn ich natürlich das jetzt analysiere, wenn mir jemand das zeigt, das sage ich oft als erstes, ja, schön, aber ich kann dir damit nicht helfen, gib mir das PCAP. Und wenn du mir das PCAP nicht geben kannst, weil da IP-Adressen drin sind, die ich nicht sehen darf, dann bereinige das. Also es gibt zwei große Gruppen von Leuten, die bereinigen wollen. Also einerseits die Netzwerkanalysten. Also zum Beispiel Leute, die in Firmen arbeiten, wo der Firewall-Administrator sagt, unser Firewall-Hersteller will Captures sehen, um Probleme zu debuggen von der Firewall. Und dann zum Beispiel sagt der Chef, nee, diese Daten dürfen wir nicht weitergeben, weil da empfindlich schützenswertes Zeug drin ist. Und der Hersteller sagt dann halt, ja, ich kann euch nicht helfen ohne diese PCAPs. Und der Kunde sagt, ja, ich kann euch die nicht schicken. Was macht man denn da? Naja, man kann eben die PCAPs bereinigen. Man entfernt alles, das irgendwie kritisch ist. Hoffentlich entfernt man nicht zu viel. Wenn man zu viel entfernt, dann kann man das Problem nicht mehr diagnostizieren. Also man muss da so eine Balance finden zwischen dem Entfernen von Material, dass niemand schützenswertes Zeug sieht, aber natürlich nicht so viel, dass man den Rest nicht mehr verwenden kann. Ja, da muss man den richtigen Punkt finden. Also als Analyst brauche ich oft nur die Daten bis zur TCP-Ebene, weil üblicherweise sind die Probleme auf der TCP-Schicht zu finden. Also geht es dann um so Retransmission und Paketverluste und die Payload ist dann egal. Kein Problem. Also oft gibt es diese obskuren Middleboxes. Da gibt es Packet Shapers oder Firewalls.
alle diese magischen Mailboxes, die Komisches mit TCP machen, aber das ist manchmal nicht ganz richtig. Und ja, dann kann man alles oben an TCP weglassen und das ist dann egal. Zum Teil benötigt man aber immer noch Sachen wie FQDNs oder URLs und dann wird es langsam kompliziert, weil dann ist man eben über der TCP-Schicht. Ja, so im Zeug, das dann eben mit TCP transportiert wird oder UDP und ja, das kann ein ziemlicher Albtraum sein. Sicherheitsanalysten oder Wissenschaftler haben andere Sachen, die sie interessiert, weil diese ganzen Sachen interessieren sie nicht, zumindest nicht so fest. Wenn man eine ARP-Angriff sieht, dann kann man die MAC-Adressen rausnehmen und dann sieht man einfach die Pakete von einer anderen MAC-Adresse, aber das kommt dann nicht so drauf an. Und hier kann man sehen, ich habe extra über IPv4 geschrieben, weil das interessiert eigentlich niemand mehr, weil es ist ziemlich stabil. Das Ganze funktioniert leider nicht so genau für IPv6, wo es immer noch teilweise speziell komische Sachen macht. Und es gibt jetzt Angriffe, die auf IPv6 basieren, wo man irgendwie die Headers verändert. Wie viele von euch benutzen IPv6 schon? Ah, schon ein paar. Nicht so viele, vielleicht 10%. Es gibt viele Sachen in IPv6, die immer noch ein bisschen problematisch sind und manchmal sieht man diese. Und natürlich gibt es Malware-Analysten, die dann die FQDNs und Binary-Payload brauchen und da kann man nicht einfach wegnehmen, rausnehmen. Und dann gibt es die Art von der Bereinigung, die man machen muss, ist halt anders, je nachdem, an wen das der PCAP gehen soll. Also gut, also der Challenge ist, wie gesagt, man braucht die richtige Balance, so viel wegnehmen wie möglich und nicht zu viel. Also man muss die richtige, eine richtige Menge von Ersatzstrings finden, also die richtige Balance hin. Das andere Problem, das wir haben, ist, wenn man nur ein Paket haben, dann kann man das im Hex-Editor machen. Es ist zwar viel Arbeit, aber es ist nur ein Paket. Wenn ich jetzt, ich habe vor einem halben Jahr ein Challenge rausgegeben an der Wireshark-Conference. Da gab es ein PCAP mit einer Million von Paketen und es war ein Echtweltproblem, dass ich der Konferenz zeigen wollte. Es ging um 600.000 Pakete und wenn ich das mit einem Hex-Editor machen würde, dann würde ich für immer und ewig das editieren. Und für das braucht man etwas anderes. Das muss automatisiert werden. Und ich werde euch jetzt ein paar Editoren zeigen, die man hier verwenden kann. Für ein Paket, aber nicht unbedingt für mehrere. Die Komplexität des Protokolls ist eine weitere Herausforderung. Und IPv6 hat viele Abhängigkeiten, die das Leben ziemlich schwierig machen können. Das zum Beispiel, selbst wenn man nicht so viel über IPv6 weiß, dann sieht man doch, dass es viele Sachen gibt, die man anschauen muss und ersetzen muss, sodass es nicht unsinnig wird. Es gibt Abhängigkeiten innerhalb des Protokolls. Also IPv6 und ARP hängen voneinander ab und dann müssen die Replacements müssen konsistent bleiben, damit das PCAP immer noch Sinn macht. Und dann gibt es etwas, das eine deutsche Universität erfunden hat, das nennt sich Defensive Transformation. Wer hat das schon mal gehört? Es ist quasi, wenn man ein Netzwerkpaket ansieht und man weiß nicht, was es bedeutet, ein Teil des Pakets, dann muss man es rausnehmen, weil wenn man nicht weiß, was es ist, dann könnte es etwas Sensibles sein. Wenn ich an das Netzwerkpaket anschaue, dann muss ich schauen, dass ich alles verstehe im Paket und alles, was ich nicht kenne,
kann ich nicht in das bereinigte Paket schreiben. Also ich verliere damit Informationen, aber es ist besser, Informationen zu verlieren, als Informationen zu exponieren, von denen man nicht genau weiß, dass sie nicht sensibel sind. Und dann gibt es Sachen, die plötzlich immer noch im Hexdump drin sind und man wusste nicht, um was es geht. Und das ist eben die Defensive Transformation, also quasi man muss schauen, dass man nicht zu viel Information rausgibt. Also eben zu den Hex-Editoren, ich habe euch schon gesagt, es ist etwas mühsam und sogar wenn man es kann, es ist so ein bisschen wie jeden Morgen grüßt das Murmeltier, also man macht das immer wieder und macht immer wieder das Gleiche eigentlich. Ich kann euch hier etwas zeigen. Ich benutze 101-Editor für das. Also man kann hier reingehen und einfach anfangen, Kram zu ersetzen. Und dann muss man immer wieder IP-Adressen in Hex-Werte umwandeln und diese suchen. Und also man kann natürlich Search and Replace verwenden, aber häufig verpasst man dann Sachen. Und ich kann euch hier noch etwas zeigen. Das hat mit einem HTTP-Paket zu tun. Also wenn man jetzt einzelne Bytes replaced, dann hier haben wir einen GET-Request. Dann sieht man hier, die IP-Adresse ist da und das sind 32 Bit-Zahlen, aber die IP-Adresse im X-Forward ist ASCII-Text und das ist etwas ganz anderes, aber es ist die gleiche IP-Adresse. Und das eine ist 32 Bit und die andere ist viel länger. Und dann kann man hier den Decode sehen, dann die IP-Adresse ist irgendwo auch im Decode drin. Und da sieht man, das ist als Text abgespeichert. Und da muss man die 32-Bit-Zahlen und den Text mit der gleichen erfundenen IP-Adresse ersetzen. Das ist überhaupt kein Spaß. Weil so verändert man dann auch die Paketlänge. Dann passiert etwas sehr Amüsantes. Und ich kann euch das zeigen, weil das sieht dann so aus, der Trace sieht normal aus, ein Pin und ein Egg am Ende und keine Warnungen von Wireshark und gar nichts. Und wenn ich dann das ersetze, wenn ich die IP-Adresse ersetze, der Trace sieht ganz anders aus. Also man hat einen Haufen rote Linien. Also das sind dann Fehler und vorherige Segmente wurden nicht erkannt und dann geht etwas, scheint jetzt noch nicht in Ordnung zu sehen, ist der Dump geht kaputt und bis zu diesem Paket scheint alles in Ordnung zu sein, aber da, wo ich jetzt etwas ersetzt habe, war etwas langes und dann habe ich es war 7 Charakter länger und dann habe ich es mit etwas kürzerem ersetzt und alle Sequenzzahlen werden dann 7 Zahlen zu hoch sein. Und Wireshark kommt dann nicht mehr raus und nimmt dann, dass da Pakete verloren gegangen sind. Und alles, was länger ist, ist dann so viel daneben, wie das Replacement länger ist, das man verwendet hat. Aber erst nachdem man das Replacement gemacht hat, also muss man eine Lookup-Table halten, damit man die Sequenznummer wieder anpassen kann, nachdem man so eine Ersetzung gemacht hat. Und wenn man dann mehrere Replacements gemacht hat, also mehr Ersetzungen gemacht hat, dann muss man plötzlich 4, 7 hinzufügen und 3 abziehen und das ist ein echter Albtraum. Und das zeigt, dass es schwierig sein kann, von Hand so ein PCAP zu bereinigen. Und das passiert, wenn man die TCP-Payload verändert. Und das ist, wie man das manuelle Replacement macht. Und es gibt etwas in Wireshark, das nicht viele Leute gesehen haben. Wie viele Leute haben schon Wireshark verwendet? Ah, die meisten eigentlich. Ja, also man kann das hier machen. Und man öffnet hier Wireshark und dann... Das ist jetzt Version 2.0, ziemlich neu.
Ich habe die Legacy, die vorherige Version verwendet, die alte Version, die auf GTK basiert. Und hier kann man Einstellungen bearbeiten machen. Und hier unten gibt es eine Checkbox für Enable Packet Editor, also den Paketeditor anstellen. Und wenn man das macht, dann kann man zu jedem Paket gehen und auf Edit Packet klicken. Und jetzt kann ich hier reingehen und zum Beispiel Time to Live verändern. Also hier ändern wir das auf 3 und plötzlich die Checksumme ist falsch, weil ich etwas geändert habe. Also wenn man etwas ersetzt in einem Paket, dann muss man die Checksumme ersetzen oder flicken. Naja, muss man es immer machen. Also manchmal gibt es auch Pakete, die schon am Anfang eine kaputte Checksumme haben. Also klickt man das dann auch in der Originalversion? Also kann man ja eigentlich nicht machen, weil man kann ja nicht das Symptom entfernen, weil unter Umständen war das der Fehler. Also muss man die Checksumme falsch behalten. Aber anders falsch. Also muss man sich überlegen, vorher war die Checksumme okay und dann muss man sie entweder anpassen oder nicht. Und leider gibt es es nur in der GTK-Version, nicht in der neuen Qt-Version. Die nächste Sache, die wir haben, ist, also das nächste Programm ist WireEdit. Das ist ein eher neues Tool. Das könnt ihr benutzen, um... Also das kann PCAP-NG noch nicht, aber jetzt muss ich das zuerst als PCAP abspeichern. Ja, ich hätte ein Beispiel behalten sollen, aber ich habe es leider vergessen. So. Das ist jetzt nur eine Datei-Konvertierung. So, jetzt könnt ihr das hier öffnen und sagen, hey, ich möchte dieses Paket bearbeiten. Es ist leider ein bisschen verwirrend, aber ja. Hier unten seht ihr alles, was in dem Paket ist. Jetzt will ich zum Beispiel den einen Host verändern. So ändern wir diesen Host nach log.packetful.com. Und die gute Sache daran an diesem WireEdit ist, das macht jetzt die Prüfsummen automatisch wieder richtig. Ihr könnt auch Dinge hinzufügen, wegnehmen und ja, dasselbe Problem mit den Sequenznummern tritt dann nicht auf. So, Paket editieren, WireEdit. Wenn man das jetzt manuell macht, dann müsst ihr Bill Murray an eurer Seite haben, weil es braucht viel Zeit und ist immer wieder dasselbe. Wenn ihr etwas falsch macht beim Editieren, also zum Beispiel bei vielen verschiedenen Paketen automatisiert, dann müsst ihr halt ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Wenn ihr eine IP-Adresse durch eine andere IP-Adresse ersetzt, dann müsst ihr jeweils dasselbe Original mit derselben neuen IP-Adresse ersetzen. Also ihr könnt nicht einfach irgendwas nehmen, sondern das muss konsistent sein. Also wenn ihr viele alte IP-Adressen habt und viele, dann macht ihr zum Beispiel so etwas wie eine Hash-Funktion. So ist, ja, das gibt dann komische IP-Adressen mit dem Hash 127.001 zum Beispiel, wenn das Original 10. Punkt irgendwas ist und das verwirrt dann, ja, kommt es dann aus das vom Localhost tatsächlich? Ja, sind halt so Probleme, die man haben kann mit den Hash-Funktionen. Ja, Bitwise und TCP/Write sind Kommandozeilen-Tools, die man dafür benutzen kann. Die sind designed, um euch zu helfen, um halt Pakete halt zu editieren und zu ersetzen. Das sind nicht Bereinigungstool an sich, aber ihr könnt die auch benutzen, um eine Art von Bereinigung zu machen. Das Packet Annen ist von Defensive Transformation. Dann gibt es ein neues Projekt, welches Packet Analyst, das XML-Dateien nimmt, um automatisch Konvertierungen an Paketen vorzunehmen. Ihr könnt zum Beispiel Dinge direkt von TCP-Dump direkt hineinpipen und dann erst auf die Disk schreiben. Das ist irgendwie noch cool, weil man braucht keinen File dazwischen. Man kann definieren, wie sehr die Sachen ersetzt werden soll, IP, MAC-Adressen und so weiter.
Dann gibt es Pickup Lip. Das ist von aus meiner Sicht kein guter Name, weil Lip Pickup ist die Library, die liest und schreibt Pickup Dateien. Und ja, Pickup Lip macht jetzt halt was anderes und ja, es kann halt verwirrend sein. Aber ja, eigentlich benutzen sie einfach Wireshark in einer automatisierten Form. Also es ist ein hübsches Projekt, das wurde aber nicht mehr weiterentwickelt. Daher, ja. Also das meiste, was ihr eigentlich so finden könnt, sind Forschungspapers und diese, ja, da, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, dann hört das natürlich, entwickelt dann niemand mehr weiter und das ist dann halt outdated. Ja, dann das letzte ist Trace Wrangler, das ist mein Tool. Und ich zeige euch das jetzt. Es ist etwas anders, weil es nicht auf Linux läuft, weil es ist in Delphi geschrieben. Ja, ich weiß, eine komische Sprache. Man sagt, dass sie nur Russen benutzen. Trace Wrangler kann Dinge automatisch ersetzen und das führe ich jetzt mit einer Demonstration vor. Also was man machen kann, ist da oben. Also, wir nehmen ein Pickup-File, das da zum Beispiel, dann fügen wir eine Anonymisierungsaufgabe dazu und dann können wir ihm sagen, was genau wir ersetzt haben wollen. Eines der wichtigsten ist, dass es alles wegschmeißt, dass es nicht kennt, ist diese Option, die man halt aktivieren muss. Das heißt eigentlich, alles höher als TCP wird verworfen, weil das Tool einfach noch nicht kann. Und ja, aber ich arbeite dran. Also es ist kein Paper, es ist kein Forschungsprojekt, sondern ich arbeite tatsächlich noch dran weiter. Und ja, es kann auch Strings ersetzen. Und ja, die wichtige Sache, es kann IP-Adressen ersetzen. Wir haben da zum Beispiel, also man kann mir eine Liste füttern, welche IP-Adresse durch welche andere IP-Adresse ersetzt werden soll. Und ja, es ist egal, in welcher Art Paket das ist, ob das in einem ARP-Paket, in einem IP-Paket oder im Payload ist, das macht es halt immer. Dann kann es Subnetze ersetzen. Alles, was zum Beispiel im 192, 168 irgendwas Netz ist, soll es durch irgendwas anderes ersetzen, weil dann sind alle IP-Adressen von einem Originalnetzwerk landen dann wieder im selben Zielnetzwerk und nicht in 1000 verschiedenen anderen Netzwerken. Und ja, wenn man anonymisiert hat, hat man häufig dann halt das Problem, ja, wieso kommuniziert es dann Host in den USA mit einem in Deutschland mit nur einem Hop dazwischen? Hä? Nein, das gibt es dann halt nicht mehr. Und es hat halt weitere Optionen, zum Beispiel, dass man Multicast-Adressen auch tatsächlich Multicast behalten kann und dass das nicht auf eine .0 oder eine private Adresse geändert wird, sondern eine Multicast-Adresse bleibt. APK, ich weiß nicht, wie viele von euch das können. Das ist, wenn man DHCP macht, aber keine Adresse kriegt, dann... Wenn ihr sowas habt in einem seinem Trace, dann heißt das, dass DHCP nicht funktioniert hat. Und das ist eigentlich recht interessant, weil das hilft beim Debuggen, wenn das nicht funktioniert hat. Und es ist eigentlich typischerweise auch keine Bedrohung, wenn man das hinausgibt als ja. Und dann Dokumentations-IP-Adressen, die man nicht ersetzen will, zum Beispiel. But few people know this. Okay, and then there's something here that is called the private range mode. Dann gibt's da den privaten Bereich-Modus. Wenn du wenn es eine IP-Adresse findet, das im 10. Punkt irgendwas oder 192. Punkt irgendwas ist, dann ist das im privaten Netz. So behalte sie bitte in einem anderen privaten Netz und mach nicht irgendeine öffentliche IP draus, weil ja, das ist dann
halt ebenfalls verwirrend, wenn man auf einmal öffentliche und private Adressen gemischt hat. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass es, ja, was genau machen soll, ob es alles ersetzen soll oder die privaten privat behalten oder ja, verschiedenste Optionen. Das gleiche für IPv6, für ICMP. Ihr könnt sagen, was ihr für Pakete entfernt haben wollt. Dann gibt es ICMP Version 6. Das ist recht interessant in so einem Trace, also in so einem PCAP. Ja, IPv6 ist so ein Problem. Wenn ihr dieses Paket anschaut, das ist ein IPv6-Paket. Also, das sieht dann so aus, falls ihr es noch nie gesehen habt. Das ist in diesem Sinne problematisch, weil die Ziel-IP-Adresse, also :::1, irgendwas, das ist eine sehr spezielle Multicast-Adresse. Das ist so quasi der Nachfolger von ARP in IPv6. Und ja, das berühmt ist halt das ICMPv6. Diese IP-Adresse basiert auf dieser IP-Adresse, auf die ich jetzt zeige, und ihr seht ja die letzten paar Bytes. Also diese zwei, wenn ihr eine von den beiden ersetzt, dann müsst ihr das konsistent halten. Und das sind aber die verschiedenen Klassen und das ist ein Problem. Und die andere Sache, die noch etwas mühsamer ist, wenn ihr dieses FFIFI seht, dann weiß man, dass diese IP-Adresse von der MAC-Adresse erstellt wurde, also basierend auf der MAC-Adresse erstellt wurde, generiert. Und hier oben seht ihr die MAC-Adresse und da seht ihr, ja, die ist da oben irgendwo, die Ziel-MAC-Adresse. Ja. Also ihr müsst die IP-Adresse anschauen, Multicast-Adressen, MAC-Adressen und so weiter, alles anschauen und ihr müsst das in einer konsistenten Art ersetzen, sodass ihr, ja, dass das alles wieder zueinander stimmt. Und ja, das ist etwas, das jetzt mein Tool kann und eigentlich die anderen noch nicht können und ja, es cool. Es kann auch auf etwas verrückteren Sachen arbeiten. Ethernet, IP-Adresse, UDP, IP wieder und TCP. Good luck, because it's a lot of stuff. Viel Glück, es ist ein Haufen Sachen. And do the standardization for you. Wenn Tracewanger das kann, wenn es das nicht kann, dann schickt mir eine E-Mail und ich flick das. Also wir werden jetzt zu den Fragen kommen, bald, wenn es welche hat. Und hier kann man die URL sehen, wenn jemand das runterladen will. Also ich habe mich noch nicht auf eine Lizenz geeignet. Und ich habe all diese Sachen schon gesagt und ja, vielen Dank und jetzt gerne noch Fragen. Hat irgendjemand Fragen? You can go to the microphones now. Also wer Fragen hat, darf jetzt zu den Mikrofonen gehen. Die erste Frage. Sie haben erklärt, mit das HTTP-Problem. Etwas näher zum Mikrofon bitte. Also das Problem mit zum Beispiel HTTP anonymisieren, weil die IP-Adressen in verschiedenen Layers drin ist, mit verschiedenen Längen. Ist das etwas, das das Tool kann? Noch nicht. Ich arbeite dran. Ich habe etwas geschrieben. Also eigentlich, was Tracewanger macht, ist, dass es das Paket ausliest und dann geht es den Stack hoch, bis es das Protokoll nicht mehr versteht. Und momentan arbeite ich an einem
an einem HTTP-Parser und versucht, also die einzige Art, wie man das machen kann, ist, wenn man das Paket ganz auseinander nimmt und dann eben den HTTP-Parser anwirft. Und ich hatte leider keine Zeit mehr. Es wird das nächste sein, an was ich arbeite. Und dann kann man hoffentlich das auch in TraceRanger machen. Und das Schwierige daran ist, wenn man das Paket wieder zusammensetzen will, das bedeutet, man muss all die Payloads wieder zusammensetzen. Und das Problem ist, dass ein HTTP-Payload über verschiedene TCP-Packets gehen kann. Und dann muss man das zuerst wieder rekonstruieren und dann Sachen ersetzen. Und dann können Sachen kürzer oder länger werden. Und dann muss man es wieder unterteilen. Aber es sollten ja wieder die gleichen Größen sein. Und da muss man wissen, wo die Schnitte waren. Und wenn sich da jetzt etwas ändert, dann gibt es einen Retransmission-Fehler. Und da muss man es an einem anderen Ort einsetzen. Und da muss man es wieder zusammensetzen. Und dann muss man zuerst alles wieder zusammensetzen und mich daran erinnern, wo es vorher war, und dann wieder aufteilen. Und darum ist es so schwierig, an diesen TCP-Sachen zu arbeiten. Und ich habe jetzt seit 3 Jahren an diesem Tool gearbeitet und ich bin noch nicht da, aber ich werde da hinkommen. Hoffentlich bald. Also ich mache das schon für HTTP-Requests, wenn sie in einem Paket sind. Und das andere ist etwas, dass ich mich in den nächsten Wochen dran machen werde. Haben wir Fragen aus dem Internet? Ja, es gibt eine Frage. Anonymisieren Sie auch Domainnamen? Im Moment nein, nicht wirklich. Aber ich bin recht nah dran. Also ich kann jetzt schon DNS auslesen. Aber DNS ist nochmal ein großes Problem. Und ich habe ein Slide dafür. Wenn man fqdns ersetzt, zum Beispiel packet.foo.com mit something.secret.com, dann bedeutet das, wenn man dann abcdef.packetfoo.com, dann muss man sich daran erinnern, dass man das hier mit dem einen ersetzt hat und das andere mit dem anderen. Und da muss man gewisse Teile der fqdn speichern und sich daran erinnern, wie man das ersetzt hat. Und das ist eines der nächsten, das ich machen muss, weil wenn ich HTTP machen will, dann muss ich den Hostnamen im GET-Request fqdns bereinigen können. Und dann kann ich auch den Rest machen. Ich werde es machen, aber ich bin noch nicht da. Zu viel Arbeit. Auf der linken Seite. Gibt es auch ein Kommandozeilen-Tool? Im Moment nicht. Das Problem ist, dass wenn man die Replacement-Parameter ansieht, dann sieht man, es ist ein großer Dialog. Und all diesen Kram in Optionen zu stecken für eine Kommandozeile-Version würde es sehr, sehr lang machen, oder man bräuchte so eine Art Parameter-File, dass man in das Tool reingeben könnte. Aber ich habe so viel Arbeit in die GUI gesteckt, zum Sicherstellen, dass der User nicht etwas Verrücktes macht, das mit meinem Programm interferieren würde. Darum habe ich kein Kommandozeilen-Tool, weil da müsste ich diese ganze Arbeit nochmal machen für die Input-Sanitization auf der Kommandozeile. Das ist einfach nicht so viel Spaß und es braucht viel Zeit. With Wireshark, you usually try to find a problem. Whatever, networking or whatever. Ich habe es leider nicht verstanden, die Frage. Also mit Wireshark wurde schon viel Arbeit hineingesteckt, um das korrekt auseinanderzunehmen. Wie oft passiert es Ihnen, dass Sie eigentlich neue Probleme in das File hinzufügen, versehentlich? Und wie einfach oder schwer ist es, das herauszufinden? Wenn ich ein PCAP lese und etwas wieder schreibe, und wenn ich etwas Falsches mache, wie oft passieren dann neue Probleme?
And then you send it to someone. Also, wenn Sie eigentlich etwas einen Fehler verbessern würden und dann findet man einen Fehler, der beim Bereinigen hinzugefügt wurde. Und ja, das ist ein Problem und das ist etwas, wo ich konstant Angst habe davor, weil wenn ich einen Fehler einführe, der vorher nicht da war, dann bin ich schlussendlich ein größeres Problem als du vorher schon hattest. Also ich versuche eigentlich, wenn ich Files lese und schreibe, dann versuche ich möglich nichts zu, genau, wenn ich versuche, ein Paket zu bearbeiten, dann werde ich es zuerst einmal analysieren, einlesen und wieder rauslesen und dann schaue ich, dass es sich nicht verändert hat und erst dann versuche ich, irgendwelche Ersetzungen vorzunehmen. Also ich bin einer der berüchtigsten Benutzer von Wireshark, weil ich es so viel benutze und ich habe immer wieder Kontakt mit dem Maintainer von Wireshark und ich finde viele, viele Fehler in Wireshark manchmal und häufig ist es eine 50-50% Wahrscheinlichkeit, dass ich falsch bin oder dass Wireshark falsch ist. Wir fragen nochmal, gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Keine Fragen aus dem Internet. Und dann noch eine hier. Ja. Ich habe es schon kurz angeschaut. Können Sie wissen über August? Ja. Randomize? Ich habe es noch nicht wirklich benutzt, muss ich sagen. Die Sache ist, dass Argus ist webbasiert vom Frontend her und ich muss es mal anschauen, aber ich konnte es noch nicht anschauen, wirklich. Okay. Also ich denke, es ist vor allem Command-Zeilen basiert, aber es hat ein eigenes Dateiformat, Capture-Format. So, ja. Kann man es zu PCAP konvertieren? Ja, kann man. Ja, dann ist es okay. Ich meine, was ich nicht mag, ist, dass wenn jemand ein proprietäres Protokoll schreibt, das niemand sonst lesen kann, dann, wenn ich es anschauen muss, dann muss ich PCAP verwenden und ich muss zuerst das Tool anschauen. Ich will etwas haben, das alles macht, was ich kontrollieren kann. Und vielleicht mache ich ja Sachen, die Argus schon machen kann. Aber ich muss es mir noch mal anschauen. Okay. Wenn es jetzt keine neuen Fragen mehr gibt. Ja, wie Jasper schon gesagt hat, ihr könnt ihm auch eine E-Mail schreiben. Ja, danke Jasper, danke für den Talk.